Außerdem ist das auch ein recycelter Test, da der von Klados ist. Oder spielen wir doch noch vor der Zeit von Portal 2? Ah. Ach, Sekunde. Wer ist denn, wenn ich... Nee. Oder? Ich kann es nochmal probieren. Nee, sieht nicht wirklich so aus. Probier es nochmal. Bisschen weiter da hinten diesmal. Doch, so können wir uns sogar beide hart erkämpfen. Oder nicht ganz. Wenigstens einen. Sekunde. Wo ist unser Cube hin? Hey, Cube. Ist unser zweiter Cube gerade mit unserem anderen Cube kaputt gegangen? Sind die aneinander gekoppelt? Wenn ja, bin ich wütend. Jetzt hatte ich so eine gute Idee, wie ich das machen kann. Toll. Ja, sie sind einander gekoppelt. Insofern muss ich das irgendwie, wie auch immer, schaffen, die beiden blöden Cubes überleben zu lassen. Hat jemand aber nicht gut gearbeitet. Leute. Danke. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Kleiner Tipp. Schlampig gearbeitet. Aber nur so ein kleiner Tipp. So, ja, jetzt ist es halt immer noch nicht klar, wie ich die beiden Cubes bekomme, weil ich kann schlecht so machen, weil dann... Weil dann bouncen die durch den ganzen Raum. Und es hat ja schon mal nicht funktioniert. Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Obwohl, was wir noch probieren könnten. Na, nee, das war zu spät. Ja, es war auch zu spät. Nein, 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 nein. Cube, Cube, Cube. Oh Gott. Find's aber ein bisschen blöd, dass die aneinander gekoppelt sind. Und nicht jeder Cube für sich selbst existiert, sodass ich das ein Cube kaputt gehen kann und ich den anderen behalte und beim nächsten Mal da halt nur einer rauskommt. Obwohl man damit natürlich auch irgendwo das Rätsel kaputt macht, wie man beide Cubes gleichzeitig bekommen kann. Also so rum ist es dann auch schon irgendwo verständlich, dass man sich dagegen entschieden hat. Und wir stehen auf der Tür. Just because it's not an original test, it does not mean it isn't valuable. Proceed to the exit.
Don't worry, I stopped the door to the elevator from opening automatically. Just look out for our vacuum tube. So. Ah, da ist die Vakuumröhre schon. Ach, das ging ganz schnell. Und mal wieder ein Loading Screen. Klar, das konnte man auch in diesem Spiel nicht entfernen. Now, this test does make use of portals as a testing element. If you've never bumped into them before, they're pretty straightforward. Dingy goes in, dingy goes out. Das ist genau der Satz, den du schon mal gesagt hast. Ah, und diesmal funktioniert das Teil wenigstens. Danke. Sehr, sehr nett. Okay. Dich brauchen wir anscheinend hier drüben. Und nein, du schaltest leider nicht den Emanzipationsgrill ab. Und da komme ich auch auf keinen Fall schon rüber. Sprich, ich muss eigentlich in der Theorie hier rüber. In der Praxis auch. Ach so, damit öffne ich nur die Tür. Da konnte der Cube durch. Ach so, okay. Ja, okay, ich hab's verstanden. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich schicke den Cube so los. Und muss selbst... Nein, nicht so. Hier diese komplette Strecke einmal so einfärben. Nein. Da bin ich am Button ein bisschen hängen geblieben. Mensch, ich will das stoppen. Ja, jetzt war es sowieso viel zu langsam. Mensch. Mir da halt immer so ein ganz kleines bisschen an Zeit fehlt. Dieses ganz, ganz kleine bisschen. Vielleicht sollte ich vielleicht auch mal vorher überlegen, was ich machen muss. Nee, brauche ich nicht. Das fliegt da jetzt nämlich rein. Perfekt, und wartet da auf mich. Also hat keiner gesehen, dass ich das Teil verfehlt habe. Ja gut, legen wir das Teil schon mal ganz darauf. Und Test geschafft. Ja gut, der Test jetzt nicht. Der Test vorher war ein Déjà-vu. If you ever forget why we do this, it's because of science. But more importantly, for the future. Because testing is the future, and the future starts with us. But more importantly, science. Good luck. Hast du gerade gesagt,
Wie macht das für die Wissenschaft, aber noch wichtiger für die Zukunft, aber noch wichtiger für die Wissenschaft? Hat er das gerade ernsthaft gesagt? Egal. Beachten wir das einfach mal nicht. Oder dass dieses kleine bisschen an blauem Gel, was wir dann noch hatten, nicht gereicht hat. Warum reicht das denn auch nicht? Also bitte, das ist doch wohl genug. Okay. Okay, interessant. In secret. Oh! Sekunde. Das sah so ähnlich aus wie eine Sache aus Meet the Cores. Einem Kurzfilmprojekt von Harry Callaghan, der ja auch hier mitspielt als Sprecher. Unter anderem. Und euch beseitige ich erstmal. Ist da dran ernsthaft noch... Oh Gott. Also kann ich euch doch nicht beseitigen. Aber wir gehen dann doch mal nicht zu diesem kleinen Secret, sondern hier hoch. Aber das Secret war schon ganz geil. Nein, Cube, was tust du denn? Wie kannst du nur ohne mich gehen? Und dann falle ich da auch noch voll rein. Wie konnte mein... armer Cube, denn aber auch nur ohne mich weggehen. Beziehungsweise nicht mein armer Cube, mein böser Cube. Der wollte schon wieder ohne mich gehen. Böser Cube, aus. Auf solche Ideen kommen wir erst gar nicht. So, ihr geht erstmal alle schlafen. Tschüss. So. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch darüber. Ja, man sieht ja, wie gut das funktioniert hat. Ich würde sagen, wir stellen das Teil auch mal so weit am Rand wie möglich auf. Dann haben wir nämlich mehr Platz. Oh. War noch bevor ich die gekillt habe. Dann kümmere ich mich darum nochmal schnell. So, denn jetzt können wir auch diese komplette Bahn ausnutzen und es nicht kurz vor Ende abspringen. So meine ich natürlich hier blau und dann den kompletten Rest orange. Was? Hä? Warum hat das denn schon wieder nicht funktioniert? Ich bin nicht... im Vorhinein gesprungen. Ich bin erst gesprungen, wie ich da hinten auf diesem Teil hier war. Wo ist mein Cube hin? Also sorry, das lasse ich nicht mit mir machen. Dann kill ich mich nochmal. Hab keinen Bock, den nochmal oben holen zu gehen. Ich hab's schon hier runter geschafft, dann werde ich garantiert nicht
dieses Achievement, dieses erreichte Ziel mir nochmal nehmen lassen. Darf ich da nicht selbst springen oder was ist das Problem? Warum springt Shell da nicht? Warum springt Shell nicht richtig, sondern nur so ein ganz kleines bisschen? Okay, jetzt habe ich mal gar nicht, bin ich mal gar nicht gesprungen und sofort hat es funktioniert. Wollt ihr mich verarschen? Ich war gerade da hinten. Hä? Warum bin ich denn jetzt wieder resettet worden? Also, das ist weird. Also, ich mag das Spiel, aber das hatte jetzt schon 2 Bugs in den letzten circa 20 Spielminuten oder so. 15 Spielminuten. Und ich bin jetzt nicht der Schnellste. Und das spricht jetzt nicht so ganz dafür, dass man da 5 Euro zahlen sollte. Ich will natürlich aber nichts sagen, weil ich glaube, das hat schon seine Gründe, dass das Spiel 5 Euro kostet. Das war jetzt nicht, weil die Entwickler so geldgeil sind, sondern eher, weil das Spiel wahrscheinlich einiges an Geld gekostet hat. Trotzdem wäre es nett, wenn solche Bugs dann nicht mehr auftreten würden. Immerhin hat man ja schon Geld dafür gezahlt. Und warum? Warum werde ich da gekillt? Ich weiß, ich gehe dadurch. Aber, hä? Das Teil kann ich doch nicht ausschalten. Oder soll das für mich heißen? Ich muss instant in der Tür landen und dann wird dieser Effekt resettet oder dann bekommen wir einen Checkpoint und erst dann ist das möglich. Wir müssten sofort perfekt in der Tür landen. Ja, viel Spaß dabei. Nein, nein, nein. Hä? Also das war jetzt nicht schlecht. Das kann mir niemand erzählen. Oder sollen wir von hier aus? Nee. Nee, nee, nee. Das geht doch gar nicht. Wo bin ich denn jetzt schon wieder aus Versehen abgesprungen? Leute. Es treibt mich in den Wahnsinn. Von hier aus komme ich aber auf keinen Fall darüber. Das kann ich schon mal sagen. Ach, das ist mir passiert. Okay. Das ist ein bisschen tricky manchmal mit diesem automatischen Springen. Da das zum Beispiel dieses Mal wieder irgendwo gesprungen ist, wo ich nicht springen wollte. Deswegen machen wir hier das Blaue erstmal alles weg, damit ich nirgends aus Versehen springe. Und saven das Ganze hier mal, falls ich hier länger brauchen sollte, damit wir nicht jedes Mal das nochmal neu machen müssen. Und ich weiß, diesen Satz habe ich schon mal gesagt und direkt danach hat es funktioniert. Das habe ich, glaube ich, auch gerade einfach nur aus dem Grund gesagt, weil ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Auch wenn ich nicht wirklich dran glaube. Als wird schon alles seinen Sinn haben. Mach mal hier schon blaues Gel hin.
irgendwie nicht so weit. Aber wir schaffen es nicht da rein. Ernsthaft? Dieses Mal starte ich von hier? Euer Ernst? Vielleicht noch ein bisschen weniger einfach. Also das war es schon mal nicht. Das war zu kurz. Also, ich kann wirklich jetzt nur raten. Oder ich cutte es euch rein. Mache ich wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mit diesem Try nicht schaffe. Und das ist wirklich so knapp.